Kollegen, Sie sehen hier auf dem Kantergalopp die Dame in dem Dressur-Outfit. Das ist eine Stute, die 6-jährig ist. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie uns angeboten wurde zu dieser Verkaufsschau. Der Besitzer der Guggemus hat gesagt, naja, ungern gibt es eigentlich her. Und zwar auch weil wegen dem Bereiter, weil die Bereiterin gesagt hat, Mensch, jetzt, wo ich ausbildungsmäßig so weit bin, jetzt kaufst du mir sie unterm Hintern weg. Aber das ist nun auch das Los, auch in anderen Bereichen der Pferdeszene. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie nicht über den Schellkönig loben, aber was Sie hier sehen, ist schon was Besonderes. Ein absoluter Sportkracher. Kracherin müsste man sagen, aber das gibt es ja im weiblichen Bereich nicht. Die 6-jährige Stute von Alibaba kommen, das wird Sie vielleicht nicht so sehr interessieren, aber Naxan hat uns ja schon sehr viele positive Pferde gebracht. Diese Chiara heißt sie, 6-jährige Volksschwester zum erfolgreichen Haflingerhengst Argentino Ass. Ja, muss man nicht viel sagen, glaube ich. Der Argentino Ass, der ja bei der Familie Carossa im Deckeinsatz ist und mit dem auch die Katrin Carossa schon außerordentlich erfolgreich sportlich unterwegs war, ist eine Vollschwester hier, die Sie sehen, und sie ist selber schon erfolgreich in der A-Dressur gelaufen, hat mehrfach Dressurpferdeprüfungen im A-Bereich für sich gegen die Warnblüter behaupten können, hat am Anfang ihrer Laufzeit 2 Fohlen gehabt, die auch bereits erfolgreich leistungsgeprüft sind. Ja, und wenn einer natürlich eine solche Stute als Zuchtstute möchte, ist er gut beraten. Aber, und das ist das Entscheidende für uns bei dieser Verkaufsschau, die Eigenerfolge auf dem Turnierbereich. Und sie hat auch, und das ist ganz interessant, Guggemus Karl, ich bin dir sehr dankbar dafür, sie hat bei der Bundesschau in München-Rieden, im Jahre 2013, da war sie also 4-jährig, auch das Bundesstutenchampionat für sich im 2. Platz belegt mit einer hohen Wertnote von 8,0. So, jetzt schauen Sie mal den Schritt an. Und dann schauen Sie auf das Maul, wie es schön schaumt. Dann schauen Sie auf das Auge und auf das Ohr und auf den rechten Vorderfuß und auf den rechten Hinterfuß. Schritt absolut gelassen, absolut korrekt. Wir müssen uns ein bisschen vorsichtig darauf einstellen, wenn Pferde kommen mit zu viel Schritt. Die werden dann unter Umständen gefährlich und kommen in den Pass rein. Also auch das ist sehr wichtig, nicht schamlos auszunutzen, sondern dem Pferd die Entlastung zu geben, den Rücken herzugeben, weil diese jungen Pferde, und 6-jährig ist ja nicht besonders alt, das sind ja noch junge Pferde, wenn Sie in den Turniersport hineinschauen, gerade im Warnblutbereich, da sind die guten Dressurpferde alle schon 15, 16, 17 Jahre und alle Reiter legen großen Wert darauf, möglichst lang ihre wertvollen Pionierpferde zu halten. Also noch eine relativ junge Stute, die hier einen ganz großen Weg einschlägt, von der wir hoffentlich noch sehr, sehr viel erfahren, für den Dressursport hervorragend geeignet. Immer schön dran, immer schön das Ohr bei der Sache. Jetzt die Trabverstärkung toll herausgeritten. Das reicht schon, mehr muss gar nicht sein. Wir haben den Schritt gesehen, wir haben den Trab gesehen. Vielleicht machst du noch einmal auf der linken Hand einen schönen Kentergalopp und dann soll es schon gut sein. Ich glaube, die Pferdeleute haben die Qualität dieses Pferdes sehr wohl erkannt. Herzlichen Glückwunsch an den Züchter, der es verstanden hat, dieses Produkt zu züchten. Das ist nicht jeder Tag geschenkt. Schön. Ja. Jawohl. Ein Galoppsprung wie der andere, schöner gesetzter Kantergalopp, schön eingestellt, nicht zu tief. Jawohl, danke, jetzt hör mal auf, jetzt muss reichen. Vielen